Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 5. Dezember 2022. Ja, und immer wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren soll bezüglich Wetter und Wind, dann komme ich hier hoch und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Also unten im Campo International Richtung hier Maspalomas sieht man jetzt zum Beispiel Schaumkronen, da ist es ein bisschen weiß auf dem Wasser, aber das setzt sich auch Richtung Playa fort. Also es wird überall etwa gleich sein. Wir haben teilweise bewölkt gehabt bis jetzt, leichten bis mäßigen Wind, aber keinen Regen. So sieht es jetzt hier aus im Moment Richtung Berge. So, wir fahren heute, dann, wenn ich jetzt schon hier bin, nach Playa de Inglés. Das war der kurze Rundumblick und jetzt schauen wir noch mal hier Richtung Faro. Ja, nun geht es dann in diese Richtung hier. So, und ich bin hier neben der Cita. Hier vor uns ist die Anlage Los Borges und da gibt es auch ein Restaurant direkt an der Straße. Ich war gerade in der Cita was erledigt, aber da ist im Moment ja um die Uhrzeit nicht viel los. Aber abends ist da richtig gut Stimmung in der Machbar. Da ist der Engel, der da Musik macht, ein richtiger Stimmungskünstler. Also der Schlager, wie man sie auch aus oder von Mallorca kennt. So, und hier stehe ich vis-à-vis der Cita und hier geht ein Weg hinein und der geht direkt in die Calle Roma. Das heißt, wir haben ja neulich schon mal darüber berichtet und das ist so eine Abkürzung und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, das ist die direkte Verbindung für die Anlieger hier in der Straße. Der kurze Weg. So, und wir kommen jetzt genau beim Club Canario raus. Das war ja das letzte Mal unser Ziel. Das Essen gehen, die bayerische Kneipe, das bayerische Lokalkneipe sagt man ja nicht, sondern ja, und dann in den Kommentaren habe ich gelesen, mal genau mein Humor in Gran Canaria oder auf den Kanaren, bayerisches Lokal. Naja, es gibt ja nicht nur Leute, die hier im Urlaub sind, sondern es gibt ja Leute, die leben hier.
Und die möchten dann vielleicht auch mal was anderes essen. Und ja, es gibt ja auch italienische Restaurants und in Bayern gibt es ja auch spanische Restaurants. Also, so, hier ist das Restaurant. Servus. Paraguay, so schön, dass wir hier ganz wenig Wind haben. Das habe ich doch dann richtig rausgefunden bzw. dann gewählt. So, das letzte Mal sind wir nach rechts gegangen, jetzt gehen wir mal nach links, hier in der Straße. So, wir sind hier direkt vorm Arco Iris, Nummer 3. Ja, und jetzt gehen wir die Straße mal hier nach links. Ja, auch der schöne Blick hier auf die Berge, aufs Hotel Rio Palace Palmeras, die Rückseite. Don Palomon Apartamentos hier. Arco Iris Nummer 6. So, und hier ist die Rückseite, die andere Seite von Casas Pepe. Ja, gibt es ein gutes Frühstück, Frühstücksbuffet von 8 bis 10 Uhr und 10.30 Uhr. Ja, dann fallen mir wieder die Kommentare ein, die dann mehr oder weniger zu lesen sind. Die Kioske, nein, die haben immer noch nicht auf. Und irgendjemand hat geschrieben, derjenige, ich weiß jetzt nicht den Namen, was für eine Schande, keine Liegen da hinten. Und da meinte er die Punta. An der Punta hinten waren noch nie Liegen. Und immer der Ton macht die Musik. Deswegen habe ich diesen Kommentar auch stehen lassen. So, sehr angenehm hier spazieren zu gehen. Ja, es ist ja kein Jammern, wenn es hier mal einen Tag regnet. Und vor allen Dingen, es hat ja nicht am Tag geregnet, sondern in der Nacht. Also hat das auch nicht weiter gestört. Und jeder, der hier lebt, der ist eigentlich froh, wenn es mal ein bisschen regnet.
So, und jetzt gehen wir zum Wasser. Ja, die Conny Canarias auch unterwegs gewesen, die Sita. Und da gibt es auch ein bisschen Nachtleben, könnt ihr bei ihr sehen, was es da so alles gibt. Land und Leute, ihr Kanal, und deswegen ja auch der Besuch da mal. Und dann Spanisch lernen, wer Spanisch lernen möchte, ihr Kanal, kostenlos, gratis, kann man jeden Tag ein paar Wörter, ein paar Sätze lernen. Und wer mehr möchte, geht einfach und meldet sich bei ihr auf dem Kanal in den Kommentaren, denn das ist auch hier in Las Palomas möglich, intensiv oder ein bisschen mehr. So, und jetzt sind wir hier mit dem wunderschönen Blick hier das Café Mozart hier unten. Ja, auch kaum Wellen, das ist doch jetzt hier weniger wie in Las Palomas. So, die andere Seite hier vom Hotel Santa Monica. Mit der Dusche vorne an den Dünen bzw. dem Garten, der tiefer liegt wie die Dünen von Las Palomas. Und jetzt mal der Blick hier rüber. Ja, wunderschön anzusehen hier oben. Ja, und wieder die Fragenkalender kann man bestellen auf der Webseite. Nicht einfach eine Mail schreiben, sondern einfach auf der Webseite www.check7x24.com bestellen. Da ist ein Formular und es geht ganz einfach. Und wenn jemand hier ist, entweder am Freitag am Leuchtturm, am Faro oder bei mir oder dann eben im Organic Food, im Reformhaus in der Sita in der unteren Etage oder dann im Restaurant Toro 2 im Shopping Center Faro 2 hinten am Parkplatzseite. Es sind ja einige da, die sind nur eine Woche oder knappe Woche hier und die haben gar nicht die Möglichkeit, Freitag zum Leuchtturm, zum Faro zu kommen. Ja, schön hier. So, jetzt gehe ich noch ein paar Meter. So, und der Blick nochmal hier nach San Agustin. Auch keine Wellen, kaum Wellen zu sehen. So, und hier rechts von mir gleich am Thermometer 26 Grad zeigt es an. Da ist die Treppe nach unten. Leider kein Aufzug. So, und hier der Blick in die Berge. Ja, da ist jetzt
Also Las Palmas, sage ich, war heute auch kein Regen. Hier in den Bergen, in der Inselmitte. So, die Anlage Santa Ana hier, direkt neben dem Hardrock Café, vis-à-vis vom Parkplatz. So, und ich möchte mich dann hier verabschieden. Ich laufe jetzt noch ein bisschen und sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal, zum nächsten Wetterbericht morgen oder zur Realität. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage hasta luego.